Es sind tatsächlich riesige Mengen Steine, die auf dem Pazifik treiben. Mehrere Millionen Brocken aus vulkanischem Gestein. Sie bilden eine Fläche von unglaublichen 150 Quadratkilometern. Das ist tatsächlich so groß wie Bochum oder Freiburg. Und das vulkanische Gestein könnte auch zu einer schlimmen Gefahr für das Ökosystem werden. Klickt zum Science and Fiction. Hier gibt es täglich spannende Science-Videos. Abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke. Nur dann verpasst ihr nichts. Los geht's. Herzlich willkommen. Die vielen Millionen Brocken, die da im Pazifik treiben, sind teilweise so groß wie Basketbälle. Die NASA vermutet, dass sie Anfang August beim Ausbruch eines unterirdischen Vulkans entstanden sind. Dieser liegt wohl in der Nähe des Inselstaates Tonga und hat die Brocken bei einer Eruption ausgespuckt. Konkret handelt es sich um vulkanischen Bimsstein, der entsteht, wenn die Lava durch Wasserdampf und Kohlendioxid aufgeschäumt wird. Bims ist grau und relativ leicht, sodass es auf dem Wasser schwimmt. Deswegen konnte es auch aufgespürt werden, und zwar durch zwei Segler. Larissa Brill und ihr Freund Michael Hult waren unterwegs in Richtung der Fidschi-Insel, als sie vorübergehend stecken blieben. Dazu schreiben sie auf Facebook: Das Feld aus Steinbrocken reichte so weit, wie wir im Mondlicht und mit dem Licht unserer Scheinwerfer sehen konnten. Das vulkanische Gestein hatte also ihr Ruder kurzzeitig blockiert, doch die beiden konnten sich schnell aus der misslichen Lage befreien und hielten dieses Erlebnis fest. Und die Fotos lassen einen echt nur noch staunen. Der gigantische Gesteinsteppich treibt derzeit in Richtung Australien. Forschungsteams hoffen, dass er eine Chance für viele Meereslebewesen darstellt, da sie in dem vulkanischen Gestein eine neue Heimat finden könnten. Vor allem Korallen könnten die Felsen als eine Art Boot nutzen. Dazu Scott Bryan von der Queensland University of Technology im australischen Brisbane. Wenn einige von Ihnen in unserem Great Barrier Reef ein Zuhause finden können, hilft dies, beschädigte Riffe zu erhalten und wieder aufzufüllen. Sogar das Great Barrier Reef vor der australischen Küste, die größte zusammenhängende Ansammlung von mehr als 2900 einzelnen Korallenriffen und UNESCO-Weltnaturerbe, könnte also im besten Fall von dem Steinteppich profitieren und diesem einzigartigen Ökosystem zu einer größeren Artenvielfalt verhelfen. Doch dies setzt voraus, dass sich die Brocken weiterhin in Richtung der australischen Küste bewegen. Doch der Vulkanteppich birgt auch Risiken für das Ökosystem, dass so auch invasive Arten eingeschleppt werden könnten. Damit sind Tier- und Pflanzenarten gemeint, die durch ihre Ausbreitung andere Arten, Lebensräume oder Ökosysteme beeinträchtigen. Auch diese Variante setzt allerdings voraus, dass die aktuellen Berechnungen stimmen und der Steinteppich seinen Kurs in Richtung Australien fortsetzt. Zunächst wird er sich Analysen zufolge an Neukaledonien und Vanuatu vorbeibewegen, bis dann die ersten Steine an der australischen Küste ankommen könnten. Dies wird, wenn überhaupt, in mehr als einem halben Jahr der Fall sein. Also etwa im März 2020 steht das Great Barrier Reef vor dem Ende. Anklicken, anschauen und unseren Schwesterkanal Klick zum Nature abonnieren. Er ist für etwas richtig, wirklich Gutes. Sei dabei und kämpfe mit uns für eine bessere Welt. Bis dann. Bleibt dran.